betrachten wir einen als Rassist. Nimm zum Beispiel die USA, ja? Wir sind stolz auf die Waffe. Wir nicht. Die Schweden, das schwedische Volk. Und in der Schule gibt es nicht einmal mehr Religionsunterricht. Ja, aber man muss alles lernen, über Juden, über Muslime. Das darf nicht wahr sein, dass schwedische Kinder lernen müssen, ein schlechtes Gewissen gegenüber den Juden zu haben, wegen dem, was in Deutschland passiert ist. Was hatten die damit zu tun? Warum müssen die eine Schuld auf ihre Schultern laden, als allererstes, wenn sie mit der Schule anfangen? Ich sag doch, was ihr denkt. Ihr habt Demonstrationen, ihr habt Versammlungen. Worauf du mich verlassen kannst. Wir stehen auf für das, woran wir glauben. Wir sind bereit zu sterben für das, woran wir glauben. Kannst du mir eine Partei in diesem Scheißland sagen, mit Mitgliedern, die bereit sind zu sterben für die Meinung, die sie haben? Nein? Dachte ich mir, keine andere Partei steht dafür. Heutzutage sind alle liberal. Alle befürworten die multikulturelle Gesellschaft und Rassenvermischung und sowas. Es gibt keine anderen Parteien für Leute, die denken wie wir. Und deshalb gibt's die Nationale und uns! Wir wollen einen homogenen Volksstaat. Ja. Keine scheiß Thailänder und keine scheiß Somalier. Scheiß Somalier! Die stinken! Boah, das riecht man, wenn man ins Haus kommt. Ich muss jetzt wirklich gehen. Geh mal mit der Ruhe. Setz dich hin. Sei wie ein Mensch. Jeden Tag, bevor wir
normal heutzutage. Volleyball gespielt, Handball in der Schule. Hey, sonst kannst du auch mit uns kommen trainieren. Ja, vielleicht. Ja, komm doch mal mit. Ja, vielleicht. Ja, irgendwann, ja. Wann? Hey, das ist sicher spaßig. War doch nur im Fitnessstudio. Hey, weißt du, ist okay. Okay, können wir machen. Sonntag zum Beispiel. Da kann ich nicht, aber... Ich ruf dich an, okay? Ja, okay. Du kannst mit Brusttraining anfangen. Nationaler ist nie im Irrtum. Ein Nationaler hat immer Recht, auch wenn er im Irrtum ist. Auch wenn wir Recht haben, sind wir immer im Irrtum. Nein! Auch wenn wir im Irrtum sind, haben wir ja immer Recht. Nein, im Grunde genommen ist es ja nicht dein Fehler, dass du hier bist. Du bist ja adoptiert. Eine scheiß Mama kann wohl keine schwedischen Kinder kriegen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum sie keine schwedischen Kinder adoptiert hat, sondern nach Thailand fahren musste, um dort eins zu finden. Ich komme nicht aus Thailand. Ich komme aus Korea. Und da hättest du auch bleiben sollen. Lässt sich die Eier abschneiden, sterilisieren. Ich will keine Kinder. Man kann keine Kinder in die Welt setzen, so wie die heute aussieht. Das ist unverantwortlich, damit muss man warten. Trink noch ein Bier und du bist eingeladen, wir haben heute gute Laune. Nein, nein. Doch, doch, klar, trink ein Bier. Nein. Klar, ich möchte keins. Doch, mach schon, ich gib mir mein Bier. Was ist denn? Ich möchte wirklich keins. Gib mir mein Bier, mach schon. Ja, wir haben nur noch zwei. Ja, dann musst du neue holen. Wann denn? Wenn's alle ist. Wir haben kein Geld. Laber nicht drum, durchsuch das dann. Wie viel ist es? 300. Das reicht auf jeden Fall für ein Papier. Warum soll ich einkaufen gehen? Weil du der Kleinste bist. Hör zu, ihr könnt das Geld haben, okay? Aber ich muss jetzt wirklich gehen. Da sitzen Leute und warten auf mich. Sie werden mich bestimmt bald suchen. Ich schließe mein Abitursessen. Warum sind wir denn nicht eingeladen? Ja, wir kommen mit und kriegen richtig was zu essen. Hey, wir waren in derselben Klasse. Ja, leider. Wir werden eingesammelt. Scheiß, warum denn? Wir gehen doch gar nicht. Hat doch jeder. Man kann sein Geld
vergessen die Namen. Der Trainer ist ständig da. Der kann trainieren, so oft wie er will. Der trainiert, wenn er Lust hat. Das ist ein cooler Job. Ja, verdammt cool. Das wird es einfacher machen für mich. Zu deinem Abiturfest hast du jetzt wohl verpasst. Kann ich mal was fragen? Hast du was gegen mich persönlich? Bist du noch nicht weg?
Zu welcher Mannschaft hältst du? Ich kenne die ja nicht so genau beim Namen. Ja, irgendeine Mannschaft wirst du doch kennen. Mehr oder weniger halte ich immer zu Jules Gordon. Jules Gordon?
Konto dieser Schwester gelten. Tja, was kann das wohl sein? Ficken von hinten. AIDS. Das kommt aus Afrika. Exakt, AIDS. Das ist das Einzige, was wir zur Entwicklung der Menschheit beigetragen haben. Scheiß Nigger. Arsch, Ficken und AIDS. Das bringen die mit. Herz, Herz, Fleisch, Brustkorb explodieren.